Namaskaram. Namaskaram, wo auch immer ihr seid. Nun. Well. Wie ihr alle bereits wissen solltet, ist die Anzahl der Befallenen, es tut mir leid, der infizierten Personen in Indien weitgehend unter Kontrolle geblieben. Für die Bevölkerung, die wir sind, ist die Zahl von 735 keine sehr schlechte Zahl. Aber es gibt eine kleine Lücke, denn die bestätigten Fälle bedeuten, dass sie vor etwa einer Woche mit den Tests begonnen haben. Es dauert also 6 bis 7 Tage, bis es bestätigt wird. Es könnte also etwas mehr sein als das, aber im Vergleich zu vielen anderen Ländern ist es sehr gut unter Kontrolle. Ich glaube, wir sind zu einem angemessenen Zeitpunkt in die Abriegelung gegangen, bevor es sich in der Gemeinschaft ausbreitete. Dennoch konnten wir diesen bestätigten Fällen feststellen, woher sie kamen. Die meisten von ihnen sind ins Ausland gereist und zurückgekommen. Aber in vielen anderen Ländern wird es leider einfach nur verrückter.
Nun, sogar der Premierminister des Vereinigten Königreichs ist im Moment mit dem Coronavirus bestätigt. Prinz Charles ist bestätigt. Es breitet sich also auf der ganzen Insel aus. In New York City sind es über 10.000 Menschen. In den Vereinigten Staaten gibt es also eine teilweise Abriegelung, glaube ich. Sie haben einen Vorteil des Raums, den Großbritannien vielleicht nicht hat. In Spanien sterben über 2.300 Menschen. Italien macht immer noch dasselbe. Also, mit dieser Situation. Aber wir wissen auch, dass sich eine ganze Menge Menschen erholen werden. Aber das Problem wird sein, dass in einer bestimmten Gesellschaft oder Nation, wenn zu viele Menschen in den Zustand einer Infektion geraten, ist es für jede Nation unmöglich, die notwendige medizinische Hilfe zu leisten, die sie brauchen würden. Dann werden Menschen in großer Zahl sterben. Genau das wollen wir mit der Abriegelung verhindern. Und es gibt in Indien Strategien, die, selbst wenn sie die Situation innerhalb des Staates zwischen den Staaten lockern, die Abriegelung für einen längeren Zeitraum fortsetzen würden, wahrscheinlich, weil sie die Infektionskette, die gerade stattfindet, unterbrechen wollen. Wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen in einer Stadt infiziert sind, ist es danach sehr schwierig, sie davon abzuhalten, andere nicht zu berühren. Es gibt tragische Fälle, zum Beispiel gestern in eine Krankenpflegerin in Atlanta, ich glaube eine 42-jährige Frau, die in einem Krankenhaus gearbeitet hat. Sie ging nach Hause und starb. Ein vierjähriges Kind war neben ihr, niemand sonst im Haus, und sie starb gerade an Corona. Diese Art von tragischen Geschichten sind also im Kommen. Ich möchte also, dass jeder von euch, auf welche Weise auch immer ihr kommunizieren könnt, sicherstellt, dass jeder die physische Distanz einhält. Und du solltest nicht die Ursache des Problems sein. So viel musst du Sorge tragen. Nun, diejenigen von euch, die immer ein wenig faul sind, die immer dazu verdonnert sind, zur Arbeit zu gehen, diejenigen von euch, die normalerweise Gott sei Dank ist es Freitag sagen, es ist eure Zeit. Ihr solltet zumindest 3 oder 4 Wochen lang oder sowas auch immer sein wird, eine gute Zeit haben. Die Wirtschaftspakete werden sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Indien im großen Stil geschnürt. Alles wird vorangetrieben. Es ist fast so, als hätten wir für 3 Monate lang werden wir nicht gelebt und so wird es sein und wir sind wieder zurückgekommen. Es ist wie die Gulliver-Erfahrung, aber nur für 3 Monate. Also das Wichtigste ist, dass die Menschen nicht ängstlich werden und anfangen, dumme Dinge zu tun. Dass die Menschen nicht ängstlich werden und anfangen, auf die Straße zu laufen. Es ist sehr wichtig, dass ihr alle euer körperliches und geistiges Gleichgewicht bewahrt. Es ist eine großartige Zeit, sich mit uns selbst zu befassen. Wenn ich zurückblicke und sehe, in den letzten 3 Jahrzehnten oder 4 jetzt, fast 4 Jahrzehnten, nie, oder in meinem ganzen Leben, nie habe ich 3 Wochen bekommen, in denen ich etwas mit mir selbst machen konnte. Es ist nie passiert. Hier bin ich also. Ich möchte also, dass auch du dies auf bestmögliche Weise nutzt. 3 Wochen sind eine Menge Zeit. Wenn wir uns in 3 Wochen genügend bemühen, können wir körperlich stärker und fitter, geistig stabiler und mit mehr Potenzial herauskommen. Energetisch und spirituell können wir in den 3 Wochen Vollzeitarbeit viel, viel, viele Dinge tun. Nun, viele von euch haben an Programmen teilgenommen und ihr habt in einem 2- oder 4-Tages-Programm gesehen, dass das Leben eine große Veränderung erfahren hat. 3 Tage in Bhavaspandana,
haben das Leben auf den Kopf gestellt. Dies ist also eure Zeit, um euer Ding zu machen. Dies, damit du zu einem Leben wirst, das aufsteigen wird. Ja, lasst uns nicht über alles und jeden klagen, der uns entgegenkommt. Das Virus macht seine Arbeit. Wir müssen unsere tun. Das ist wichtig. Wir machen nicht die Arbeit des Virus. Wir machen unsere. Wenn du das Virus von dir selbst zu einer anderen Person oder von einer anderen Person zu dir und von dir zu jemandem transportierst, dann tust du die Arbeit des Virus. Du bist eine Viruspartei. Wenn du nicht mit dem Virus zusammenarbeitest, bedeutet das, dass du tust, was du tun willst. Jetzt ist die Zeit dafür. Dies ist ein gegebener Urlaub. Nun, er wird uns auf verschiedene Ebenen wirtschaftlich zurückwerfen, Einzelpersonen, Familien, Gemeinschaften, Nationen. Die gesamte Weltwirtschaft wird wahrscheinlich ein wenig zurückfallen. Es ist okay. Ich sage, es wird schmerzen. Es wird uns allen wehtun. Es wird uns als Institution schaden. Aber es ist in Ordnung. Vielleicht werden wir so leben, wie wir vor 5 oder 10 Jahren gelebt haben. Damals war alles in Ordnung. Es war in Ordnung. Wir werden so sein. Das Wichtigste ist also, dass wir leben und Urlaub machen. Lasst uns das gut nutzen. Aber die Leute beschweren sich, die Leute haben nur 3 Tage schon zu Hause. Das Zuhause wird für viele Menschen repressiv. Für viele Menschen. Alle diese Tage haben sie sich beschwert, wo ist mein Mann, ich sehe ihn nur einmal die Woche. Wo ist meine Frau, sie geht zur Arbeit, ich kann sie nicht sehen. Ich vermisse dich, du vermisst mich. Und jetzt? Wir vermissen das Büro. Nun, menschliche Beziehungen sind so. Wenn man zusammen ist, ist es ein Problem. Wenn man weg ist, ist es ein Problem. Wenn sie weg sind, gibt es nur ein Problem. Du vermisst sie einfach. Wenn man zusammen ist, gibt es mehrere Probleme. Dies geschah. Shankaran Pillai war einst ein Wochenendgolfer. Das heißt, er spielte jedes Wochenende Golf. Eines Samstagmorgens zog er seine Schuhe an. Seine Frau kam und sie war in einem emotionalen Zustand. Sie sagte, jedes Wochenende gehst du zum Golfen weg. Du liebst mich nicht. Du liebst dieses Golfspiel mehr als mich. Shankaran Pillai zog sich seine Schnürsenkel an und sagte, schau mal, Lakshmi, es ist wahr, ich liebe das Golfspiel mehr als dich. Aber lass mich dir sagen, ich liebe dich mehr als Cricket, Tennis und Fußball zusammen. Also, es ist Zeit. Es ist Zeit, dass wir uns an die Person wenden, die wir sind, woraus wir gemacht sind, was unsere Grenzen sind. Es ist an der Zeit, sich damit zu befassen. Dies ist also ein guter Zeitpunkt dafür. Machen wir uns nichts vor, oh, du weißt schon, fantastische Ideen, die du in romantischen Romanen und Filmen und so weiter aufgegriffen hast. Es ist an der Zeit, dass wir uns damit befassen, wer wir sind. Wir haben Probleme. Wenn wir Probleme haben, müssen wir uns ihnen stellen. Wir denken, das Problem ist jemand anders. Nein, nein, wir haben Probleme als Menschen. Es ist Zeit, sich ihnen zu stellen. Sehr, sehr wichtig. Wenn du das jeden Tag tun könntest, indem du die ganze Arbeit im Handumdrehen erledigst, wäre das fantastisch. Aber wenn du das nicht tun konntest, dann ist dies eine Zeit, in der du allein sitzt, mit all den Problemen, die du hast, sind offensichtlich deine eigenen. Der Chef ist nicht da. Du kannst es nicht auf ihn schieben. Der Verkehr ist nicht mehr schlecht. Du bist nicht einmal da. Du kannst es also auch nicht auf den Verkehr schieben, warum du dich so aufregst. Du musst nicht zur selben Zeit ins Büro gehen, also kannst du es nicht darauf schieben. Du sitzt zu Hause und flippst aus. Offensichtlich bist es du.
Es ist an der Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Menschliche Beziehungen werden zu dem, was sie werden, vor allem, weil die meisten Menschen denken, dass der andere die Quelle meiner Freude sein sollte. Nein, es ist deine Sache zu sehen, dass du die Quelle der Freude bist, der Freude für den anderen. Jeder möchte immer diesen wunderbaren Menschen kennenlernen, der nicht existiert. Eigentlich habe ich genug Lebenserfahrung. Ich sage dir, eine solche Person gibt es nicht. Denn selbst, du weißt, dass heute jeder, zumindest in Indien, die Vorstellung der Menschen vom schönsten und wunderbarsten Menschen ist Krishna. Er tanzte, er singt, er liebt und er ist fantastisch, ja? Aber seine Frauen haben sich während ihrer Zeit endlos über ihn beschwert. Sogar seine Frauen haben sich beschwert, weil du immer denkst, dass jemand anders wunderbar sein soll. Es ist an der Zeit, dass diese 3 Wochen sind eine gute Zeit, in der du zu dem wunderbaren Menschen wirst, den du kennenlernen möchtest. Du wirst zu diesem wunderbaren Menschen, den du von allen anderen erwartest, dass sie sind. Das ist deine Chance. Wenn du zu diesem wunderbaren Menschen wirst, können auch andere das genießen. Aber vor allem genießt du es. Das ist das Wichtigste. Wenn du hier sitzt und wenn du ein wunderbarer Mensch bist, dann genießt du es. Nun, andere können es auch genießen. Das ist wunderbar. Aber wenn sie nicht da sind, genießt du es. Ein wunderbarer Mensch zu sein. Du bist in der Gesellschaft eines wunderbaren Menschen. Immer. Das muss jeder tun. Und jetzt hat dir dieses Virus die Möglichkeit dazu gegeben, 3 Tage zu Hause zu verbringen. Ein guter Zeitpunkt, es zu tun. Ein paar von euch im Ashram, der Rest von euch zu Hause, ein guter Zeitpunkt, es zu tun. Eine sehr gute Zeit. Machen wir davon Gebrauch. Frage? Sadhguru, die erste Frage kommt von S. Upadhyaya. Namaskaram, Sadhguru. Während du über Dhyana Linga sprachst, hattest du erwähnt, dass du von überall her Zugang dazu hast. Seit den letzten Monaten habe ich eine sehr intensive Sehnsucht, deine lebendige Präsenz rund um die Uhr zu erleben, wo immer auf der Welt ich auch sein mag. Könntest du mir bitte sagen, wie ich das ermöglichen kann? Was ist dein Verständnis von Leben? Willst du, dass ich die ganze Zeit auf dem Internet bin? Denn heute bedeutet Leben nicht, dass ich lebendig bin. Leben bedeutet, dass ich online bin. Lasst uns dies also verstehen. Was du im Moment zu sein glaubst, ist, ich bin dies. Nun, wir haben genug mit dir darüber gesprochen, genug Prozesse mit dir gemacht, sodass du weißt, dass das, was du als deinen Körper betrachtest, eine Anhäufung ist. Es ist also deiner. Er kann nicht du sein. Die andere Sache ist, alles, was für ein Durcheinander in deinem Kopf passiert, du denkst, das bin ich, der Inhalt des Verstandes. Nun, das ist auch eine Anhäufung, das ist auch deins. Niemand sonst will das haben. Es ist also deins, aber du bist das nicht. Was du also als dich ansiehst oder was du nicht als dich selbst ansiehst, du weißt, dass du existierst, aber du weißt nicht, was das Wesen deiner Existenz ist. Also das ganze Konzept des spirituellen Prozesses und die dafür geschaffenen Werkzeuge, um diese Erfahrung zu manifestieren oder das Leben der Menschen zu bringen, alle Werkzeuge, ob es nun Dhyana Linga oder Yogeshwara ist oder ich selbst bin, dies ist ein Werkzeug, dies ist keine Person. Werkzeug heißt, dass sie um sie herum ständig etwas über das Körperliche hinaus geschieht. Körperlichkeit, die Grundlage der Körperlichkeit, ist eine festgelegte Abgrenzung. Ohne eine festgelegte Grenze gibt es keine physische Natur.
Wenn also einmal etwas jenseits der Körperlichkeit geschieht, gibt es keine Grenze mehr. Dann gibt es so etwas wie hier und dort nicht. Das Körperlich kann nur entweder hier oder da dort sein. Das, was nicht körperlich ist, ist weder hier noch dort, oder es ist sowohl hier als auch dort. Nun, das mag für dich vielleicht etwas fern klingen, aber normalerweise kennen sich die meisten Menschen, ich würde sagen, über 90% der Menschen, nur dann auf etwas absolut konzentrieren, wenn sie emotional damit verbunden sind. Nur sehr wenige Menschen haben einen Verstand, der ihnen eine absolute Hingabe ohne jegliche emotionale Beteiligung ermöglicht. Dazu braucht es sehr viel Arbeit, einen Verstand zu haben, mit dem man sich auf etwas absolut konzentrieren kann, ohne emotional beteiligt zu sein. Aber ich würde sagen, dass 90% der Menschen emotionale Unterstützung nötig ist, um sich auf etwas absolut konzentrieren zu können. Das ist der Grund dafür, dass nur diejenigen Menschen, von denen du glaubst, dass sie im Bereich deiner Liebe sind, denen schenkst du Aufmerksamkeit. Diejenigen, die es nicht sind, ignorierst du sie. Du kannst ihnen keine Aufmerksamkeit schenken. Deswegen kommt es im spirituellen Prozess immer wieder zu einem Durcheinander. Ein sehr einfacher Aspekt, um die Konzentration zu fördern, wir sprechen über Hingabe, Emotionen, all diese Dinge. Ist das wirklich nötig? Nein. Wenn du einfach absolut sein könntest, brauchst du keine Emotionen. Du brauchst keine Hingabe. Wenn du einfach nur hier sitzt, trocken wie ein Stock, kannst du trotzdem mit den Energien dieses Universums in Einklang schwingen. Aber das ist eine sehr kleine Anzahl von Menschen. Andere brauchen eine Art, etwas muss sie in ihrem Herzen anziehen, sonst schauen sie nicht in diese Richtung. Sie schauen für ein paar Sekunden und dann sind sie wieder hier, da und überall. Nur da, woran sie emotional beteiligt sind, darauf können sie sich ständig konzentrieren. Was auch immer für dich emotional wichtig ist, wird zum Mittelpunkt deines Verstands. Auf diese Weise ist es ein wunderbares Werkzeug. Deshalb haben wir Emotionen ins System gebracht. Wenn wir einmal Emotionen eingebracht haben, du kennst Emotionen, sie sind so, weil sie so sind, das zu kanalisieren, ist eine große Herausforderung. Und es sieht unnötig kompliziert aus, weil jede Person anfängt, diese in ihre eigene Art zu interpretieren, weil die Emotionen jeder Person auf ihre eigene Art und Weise einzigartig sind. Lass dich also nicht von all diesen Dingen gefangen nehmen. Mach dir keine Sorgen darüber, was jemand anders tut, was mit jemand anderem passiert. Deshalb haben wir immer verhindert, dass Menschen ihre spirituellen Erfahrungen teilen, weil es andere verwirrt. Wenn du sagst, dass ich habe mich hingelegt, weißt du, ich habe mich einfach irgendwo hingelegt, in einem anderen Teil der Welt, wo auch immer du bist, Herr, wie, Acharya? Upadhyaya. Oh, Sadhguru kam. Oh, Sadhguru came. Und so viele Probleme für mich. Denn jetzt werden alle möglichen Leute anfangen zu sagen, Sadhguru kam und tat dies, Sadhguru kam und tat das. Normalerweise beginnt es mit guten Dingen. Dann nach einiger Zeit, jeden Unsinn, den sie machen, Sadhguru. Jetzt gerade passiert es mit Gott. Zum Glück ist er nicht hier. Also ist es okay, du kannst ihm für jede Sache die Schuld geben, aber du hast keinen Zugang zu ihm. Also sage ich, du kannst ihn zumindest nicht bestrafen. Also ist es okay für alles. Für all den Unsinn, der passiert, denke ich, dass Gott will es so. Deshalb mache ich all dieses idiotische Zeug. Wenn sich einmal auf eine lebendige Person wie mich konzentriert,
Puh, zu viele Probleme. Nun, können wir die Präsenz überall dort verfügbar machen, wo du bist? Natürlich. Was ist uns der Sinn? Dann wird es nur über Spiritualität geredet. Über Spiritualität zu reden kann im besten Fall Inspiration sein und im schlechtesten Fall Unterhaltung. Mehr kann es nicht. Darüber reden, darüber reden, darüber reden. Am Anfang braucht man Inspiration, aber wenn man sein ganzes Leben lang Inspiration braucht, ist man ein verlorener Fall. Inspiration ist, es ist wie eine Zündung, hat den Motor zum Laufen gebracht. Wenn du den Motor erst einmal zum Laufen gebracht hast und du lässt die Zündung noch an, macht er hässliche Geräusche. Das Gleiche passiert mit Menschen. Wenn sie erst einmal ausreichend inspiriert sind, gibt es keinen Grund mehr, sie weiter zu inspirieren. Sie werden zu Fanatikern. Wenn man die Menschen weiter inspiriert, werden sie zu Verrückten, die die unlogischsten und schrecklichsten Dinge auf der Welt tun. Zu viel Inspiration. Inspiration ist wie eine Zündung, um jemanden in Gang zu bringen. Ein kleiner Schubs. Danach ist es vorbei. Danach brauchen Sie Prozesse und Methoden, mit denen Sie Zugang haben. Mehr als alles andere, irgendwie, auf welche Weise auch immer, Hingabe. Wir sprechen also von einer geweihten Form, konsekrierten Form wie Dhyana Lingam oder mir selbst oder dir selbst. Als wir dich initiiert haben, sprach ich darüber, aber wir vermeiden es weitgehend, darüber zu sprechen. Wir nennen Shambhavi immer noch eine Initiation. Es ist nicht wirklich eine Initiation, denn es wird nichts gegeben. Es ist eine Art von Konsekration. Alles, was man tun muss, ist die tägliche Praxis. Es ist nicht wie Shakti Chalana Kriya oder Shunya Meditation, wo es einen spezifischen Prozess gibt. Hier ist alles, was du tust. Es ist, als ob du den Tempel fegst. Die Menschen fegen jeden Tag den Dhyanalinga-Tempel. Sie laden Dhyanalinga nicht wieder auf oder was auch immer. Es gibt keine Rituale, es gibt keine Prozesse. Sie fegen nur den Tempel, halten ihn sauber. Das ist alles, was du mit Shambhavi tust. Du tust nichts, um dich selbst aufzuladen. Einfach nur sauber halten, weil es geweiht ist. Wenn du ihn nicht sauber hältst, nehmen wir an, wenn du deine Fensterscheiben nicht sauber hältst, scheint plötzlich nicht einmal die Sonne hell genug zu sein. Die Sonne scheint nicht hell genug, weil deine Fensterscheiben nicht sauber sind. Oder du hast grauen Star bekommen, plötzlich ist nicht einmal die Sonne hell genug. Das kann leicht passieren. Also, was du tun musst, ist, es sauber zu halten. Sadhguru, ich mache meine Praxis einmal im Monat, Entschuldigung, einmal im Tag. Ich bin einfach nur gemein. Einfach so, wisst ihr, es ist ein freier Tag. Wenn du deinen Tag, deine Übung machst, ist es bis zu einem gewissen Grad sauber. Aber vielleicht ist es dir den Rest des Tages völlig entgangen. Eine einfache Sache, die du tun könntest, ist etwas zu benutzen. Irgendetwas, vielleicht ein Bild, vielleicht ein Mantra, vielleicht ein Geräusch. Vielleicht einfach nur eine Erinnerung auf deinem Telefon. Einfach irgendetwas, das dich mental, emotional, einfach so oft wie möglich am Tag mit diesem Aspekt verbindet. Dass, wenn du deine Augen schließt, erscheint nur das. Im Moment erscheinen immer noch all diese Filmstars und andere. Du fühlst es also nicht. Es ist nicht so, dass es nicht da ist. Du bist nicht. Schau, wenn du die Übung machst, fühlst du es. Tagsüber fühlst du es nicht, weil du andere Dinge tanzen lässt. Es tanzen verschiedene Artikelnummern. Also, du tust alles. Benutze, was du willst. Vielleicht eine Erinnerung auf dem Telefon, vielleicht ein Bild, das du es dir anschaust, oder ein Telefonbildschirm, weißt du. Du legst etwas als Bildschirmschoner an oder einen Gesang. Du singst selbst oder du hörst einen Gesang. Mach irgendetwas. Wir versuchen nur, dass du dich mental und emotional in eine Richtung konzentrierst. Wenn du das tust, wird die Präsenz stark sein.
Selbst jetzt ist sie da, aber wie kann man mit grauem Star sehen? Du versuchst nur, den grauen Star zu entfernen, das ist alles. Es ist sehr wohl möglich, jede Dimension des Lebens zu erfahren, die nicht durch die körperliche Natur begrenzt ist. Du hast kein Problem damit, sie zu fühlen und zu erfahren und zu begreifen. Entfernung ist kein Thema, es gibt keine Entfernung für die nicht-physische Dimension. Entfernung ist eine Manifestation von Körperlichkeit. Wenn es einen Zoll gibt, gibt es eine Meile, wenn es eine Meile gibt, gibt es 10.000 Meilen, so ist es. Von einem Zoll bis zu einem Lichtjahr. Es gibt eine Entfernung nur wegen physischen Gegenständen. Wenn es keine Körperlichkeit gibt, bedeutet Entfernung nichts. Es handelt sich also nicht um eine physikalische Dimension. Es zu fühlen, es zu begreifen, es zu erfahren, es zu erleben, wird keine Herausforderung sein, wenn ein bestimmtes Maß an Fokus da ist. Du richtest deine eigene Hilfe ein, wie du dich alle paar Minuten oder einmal in der Stunde oder was oft auch immer du willst, daran erinnerst. Es wird geschehen. Sadhguru, die nächste Frage kommt von Sonja. Namaskaram Guruji. Ich komme aus Berlin. Mit zunehmender Stille draußen werden die Geräusche drinnen sehr laut. Könntest du die inneren Schwingungen und den inneren Klang etwas näher beleuchten? Aus Berlin. Normalerweise nennen mich die Leute nicht Guruji, denn Guruji ist ein Ehrentitel. Mir sind solche Dinge sehr peinlich. Sadhguru ist eine Beschreibung. Genauso wie man jemanden als Orthopäden oder als Augenarzt oder als Gynäkologen oder als Neurologen bezeichnet, so ist Sadhguru nur eine Beschreibung. Ich habe nichts gegen die Beschreibung, weil sie einen ungebildeten Guru beschreibt. Niemand kommt und konfrontiert mich mit Schriften, denn sie wissen sowieso, dass ich sie nicht kenne. Nur um sicherzustellen, dass wir keine Zeit damit verbringen, etwas zu debattieren, zu diskutieren, von dem wir keine Ahnung haben und über das wir uns nie Gedanken gemacht haben. Aber Guruji ist ein Ehrentitel. Tu das mir das nicht an. Ich habe auf eine bestimmte Weise gelebt. In dem Sinne. Ich habe so gelebt, dass die Menschen um mich herum immer verwirrt sind. Was zum Teufel ist denn mit dem los? Das ist sehr wichtig für mich. Denn wenn sie irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen, dann ist es sehr schwierig, mit ihnen zu arbeiten. Verwirrung bedeutet, dass du zumindest merkst, dass du nicht weißt, was es ist, was gut ist. Wenn jemanden durch eine sehr tiefe Erfahrung zu begreifen beginnt, ist das in Ordnung für mich. Das ist ein anderer Zustand. Aber es ist nicht nötig, schöne Schlüsse über jemanden zu ziehen. Es ist nicht nötig, schlechte Schlüsse über jemanden zu ziehen. Alle Ehrungen ergeben sich also daraus, dass die Menschen positive Schlüsse über jemanden ziehen. Der Wert dessen, wer ich bin, liegt darin, dass wenn du mich einfach nur ohne Schlussfolgerung anschaust, du wirst sehen, du wirst so tiefgehend verwirrt sein. Du hast mir nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt, denn die meiste Zeit sitzt du da und du siehst mich hier im Satsang oder einer ähnlichen Situation. Du hast also mich nicht in verschiedenen Situationen gesehen. Wenn du mich in verschiedenen Situationen siehst, wirst du völlig verwirrt sein. Das ist eine sehr gute Sache. Das bedeutet, dass du keine Schlussfolgerung ziehen kannst, denn eine Schlussfolgerung ist der Tod. Schlussfolgerung heißt keine Möglichkeit mehr. Wenn eine Schlussfolgerung über mich ziehst, wirst du unwissentlich als Suchender eine Schlussfolgerung über dich selbst ziehen. Das bedeutet, die Suche ist vorbei. Wenn du eine Schlussfolgerung ziehst, wo ist dann die Suche? Wenn du dich selbst als Suchender bezeichnest, ist es absolut bedeutungslos. Wegen den Vibrationen in Berlin. Nun, die Vibrationen von draußen haben aufgehört, sagte sie das? Oh,
die Autos donnern nicht herum. Nun, ich fahre auch gerne viel Auto, aber das ist in Ordnung. Vielleicht sollten wir jedes Jahr, wir sollten wirklich als Welt, als Generation darüber nachdenken. Jedes Jahr 3 Wochen, keine Autos auf der Straße, alle bleiben zu Hause. Hallo? Wo liegt das Problem? Es wird nichts passieren. Alle schalten sofort alle verdammten Dinge auf der Welt aus. So wie Schulkinder in den Urlaub fahren, machen alle Menschen eine Pause. Jedes andere Lebewesen auf dem Planeten wird feiern. Wenn also alle Maschinen in Berlin zum Stillstand gekommen sind, donnern die deutschen Autos nicht mehr herum. Verstehe ich jetzt die Frage? Sie sagt, wie man mit der Innerlichkeit umgeht oder was mit den inneren Schwingungen? Was ist das? Könntest du die inneren Schwingungen und den inneren Klang etwas näher beleuchten? Denn das Äußerste ist leise geworden, aber das Innere ist lauter geworden. Oh, das Innere oder die Innerlichkeit ist nicht lauter geworden. Es war nie laut. Es gibt dort keinen Lärm. Es ist nur so, dass du, weil du nicht beschäftigt bist, bist du mit Gedanken beschäftigt. Die meisten Menschen denken normalerweise, dass sie beschäftigt sind. Aber wenn man sich ihr Leben anschaut, sind sie die 60% der Zeit einfach nur mit Gedanken beschäftigt. Das ist wie Wiederkäuen. Weißt du, was gestern passiert ist? Du kaust immer noch daran rum. Diese Einrichtung ist nicht in deinem Körper vorhanden. Kühe, Ziegen, Schafe, sie alle haben diese Möglichkeit. Sie können heute fressen und nach ein paar Stunden können sie es wieder hochbringen und wiederkäuen. So etwas wurde in deinem Körper nicht eingerichtet. Also hast es du dir in deinem Verstand geschaffen. Das ist ein evolutionäres Problem. Du bist nicht bereit, aus dem vierbeinigen Zustand herauszukommen. Du willst das Futter von gestern wiederkäuen. In der südindischen Mystik und im Yoga sehen wir die Menschen an, und wenn sie entweder nur das genießen oder leiden, was in der Vergangenheit geschehen ist, dann nur wegen der vergangenen Aktivität, jetzt genießen sie es, aber sie tun etwas völlig anderes, ohne zu verstehen, dass sie nur die Vorteile der Vergangenheit genießen und dass diese jederzeit auslaufen könnten. Wir sagen Ayo Prasya Sadam, Palaisama heißt alter Reis. Das heißt, es ist altes Essen. Wenn wir altes Essen genießen, ist was wir gestern gegessen haben in Bezug auf Energie und Kraft, ist es immer noch in unserem Körper wirksam. Genau wie das, was wir gestern oder vor 10 Jahren oder vor einem ganzen Leben getan haben, vielleicht profitieren wir immer noch davon. Aber wenn du nicht genau jetzt etwas tust, um dieses zu verbessern, wird es zu Ende gehen. Wird es auslaufen, alte Lebenswitter verfaulen nach einiger Zeit. Was ganz wunderbar wird nach einiger Zeit sehr unangenehm. Viele sogenannte erfolgreiche Menschen in der Welt machen das durch in verschiedenen Phasen ihres Lebens, in denen sie sich an den Ergebnissen und Karmas der Vergangenheit erfreuen. Und sie denken, alles ist fantastisch, sie leben übermütig. Nun, eines Tages trifft es sie plötzlich, nicht unbedingt von außen, meistens kommt es aus dem Inneren, ihrer eigenen psychischen Struktur, ihr eigener Körper erleidet einen solchen Rückfall. Sie können nicht glauben, dass ihnen so etwas passiert ist. Das liegt daran, dass sie von alter Nahrung leben. Es ist wichtig, dass du jeden Tag frisches Essen kochst. Das ist sehr wichtig. Deshalb ist das gegenwärtige Karma sehr wichtig. Ich möchte, dass du verstehst, dass es keinen Lärm in deinem Innern gibt. Es gibt keine Schwingungen in deinem Innern. Es gibt kein Geräusch in deinem Innern. Es ist alles in deinem Kopf. Das liegt darum, dass du die alte Leier wiederkäust.
Wenn du mit einer Aktivität beschäftigt wärst, würdest du einige der Dinge vergessen, die heute in deinem Kopf geschehen. Aber wenn deine Hände nicht beschäftigt sind, dann siehst du, dass es so weitergeht. Was soll ich also tun? Nun, wir haben dir viele Wege beigebracht. Versuch es nicht aufzuhalten, weil du es nicht aufhalten kannst. Der einzige Weg ist, dass du dich davon distanzieren kannst. Nun, es gibt viele Methoden, sich davon zu distanzieren. Wenn man Shambhavi oder Shunya macht, das sind definitiv wirksame Prozesse. Ansonsten kann man Ishakriya machen. Wenn du im Moment nichts von diesen Dingen kennst, mach einfach genau das. Du musst dich einfach nur selbst ansehen und sehen. Du bist ein winzig kleines Wesen in dieser riesigen Existenz. Wir wissen nicht, wo sie beginnt, wo sie endet. Auf diesem kleinen Schlammkugelplaneten, du sitzt hier und du denkst, du bist das Zentrum des Universums. Das ist ein sehr dummer Gedanke. Everything is from this basis that you think you are the center of the universe. It's a very stupid idea. Aus diesem dummen Gedanken sind viele dumme Gedanken entstanden, die nun gesellschaftlich als Intelligenz anerkannt werden. Du betrachtest deine Gedanken also nur im Zusammenhang mit dem größeren Kosmos. Jetzt bedroht das Virus dein Leben. In Bezug auf deine Sterblichkeit, die Dinge, über die du nachdenkst, die Dinge, die du für wichtig hältst, alles davon ist dumm. Wenn du siehst, dass dein Verstand, deine Gedanken, deine Emotionen völlig dumm sind, wirst du ganz natürlich davon Abstand nehmen. Das Problem ist, dass du denkst, sie sind sein schlau. Und jetzt, wenn es dich beunruhigt, willst du es weghaben. Nein. Was auch immer du für klug hältst, wird auf deiner Schulter sitzen wie ein Abzeichen. Es wird nicht verschwinden. Es wird dich nicht in Ruhe lassen. In dem Moment, in dem du dich für klug hältst, können deine Gedanken dich nicht mehr allein lassen. Du kannst deine Augen nicht schließen und dich hinsetzen, wenn du dich für einen sehr schlauen Typ hältst. Begreife das einfach. Wenn du denkst, du bist ein verdammter Idiot, kannst du deine Augen schließen und einfach sitzen. In Bezug auf das Leben, in Bezug auf die Existenz, bist du wirklich nichts. Okay? In der Gesellschaft bist du vielleicht etwas. Unter Idioten glänzt du vielleicht. Das mag bedeutet nichts als Leben. Als Leben kann dich dieser kleine Virus morgen umbringen. Ja, du oder ich, das sage ich. Es kann dich einfach umbringen. Was auch immer wir für kluge Dinge denken, es bedeutet nichts. Wenn du das verstehst, wird es eine natürliche Distanz zwischen dir und deinem Denkprozess geben. Sobald es eine Distanz zwischen dir und deinem Denkprozess gibt, spielt es überhaupt keine Rolle, was du denkst. Überhaupt. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadev.